Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Und ja, Sumsi lacht, ich auch, weil, also wer hätte damit gerechnet, dass das nochmal passiert und vor allem, dass das jetzt passiert, weil ich versuche nicht zu weit auszuholen, aber einige, die meine Streams verfolgen, die haben es vielleicht mitbekommen, dass ich, also ich habe ja lange, ich habe aufgenommen, eine Zeit lang auf YouTube, hab dann irgendwann das Stream angefangen und Streamen war irgendwie so viel geiler, dass ich gesagt habe, ich will mehr streamen und nehme die Zeit lieber dafür. Ja, und dann ist irgendwie was passiert und ich habe auf einmal ein Baby. Und mit Baby, gerade mit einem Baby, was sehr viel schreit, ist es gerade nicht so einfach zu streamen. Dann habe ich gedacht, komm, ich packe mir das Kind ins Tragetuch, da schläft es am besten. Und ich kann direkt lernen, wie man denn hier YouTube-Videos aufnimmt. Wobei, ich muss ja sagen, wir werden hier ganz klassisch, wie man es von uns kennt, klassisches Let's Play machen. Ohne Schnitt, ohne Tralala, einfach nur zwei Leute, die zusammen zocken und Spaß haben wollen. Das macht man heutzutage eigentlich nicht mehr auf YouTube. Also es wird nicht einschlagen wie eine Bombe. Spaß das haben, ist sowas von klar. Das ist mir komplett egal, weil wir wollen einfach nur Spaß haben und vielleicht wollen ein oder zwei Leute von euch ja dabei zuschauen. Und deswegen starten wir jetzt erstmal mit dem Spawn, den wir uns ausge... Ich erwähne ihn nochmal kurz. Ich habe auch nochmal OBS eben angeschmissen. Yay, sehr schön. Also Sumsi nimmt auch auf. Und wir starten und es ist direkt ein Sandsturm. Na geil. Okay, dann drücke ich lieber nicht drauf, oder was? Ach, mach ruhig. Ich sammle hier gerade, was ich sammeln kann. Ich werde komplett sterben. Ich verstehe kein Wort. Helena ist so laut gerade. Ja. Ich glaube, das Spiel ist bei mir auch ultra laut. Ist mal leiser. Ich hoffe, dass ihr vorhin überhaupt verstanden habt, was ich gesagt habe. Und nicht die ganze Zeit nur Arc-Musik hier gehört habt. Ansonsten muss ich das halt nochmal labern und drüber schneiden oder so. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie Arc funktioniert. Ich habe es so lange nicht mehr gespielt. Ich habe auf jeden Fall keine Stamina mehr. Das ist, kann nicht mehr denken. Eieiei. Also der Sandsturm ist auf jeden Fall viel cooler geworden, als er früher war. Oh, ich habe ein Level-Up. Oh, ich weiß gerade gar nicht, ob meine Aufnahme funktioniert. Ich sehe keinen Ausschlag von der Lautstärke. Und ich habe direkt einen fatalen Error. Na toll, dann machen wir mal kurz eine Pause und es geht gleich weiter. Ja, bei mir ist auch gerade... So, weiter geht's. Aufnahme läuft wieder. Ich bin zwar fast tot, ich konnte aber immerhin gerade meine zwei Level vergeben. Und ich sammle gerade ein bisschen Zeug. Ich guck mal, ob es bringt wahrscheinlich nichts, weil ich jetzt eh gleich sterbe. Warte mal, kann ich nicht... irgendwie, aber ich komme halt gegen die große Flamme gerade nicht an, ne? Deswegen kann ich hier essen und trinken, wie es geht. Wo ist denn überhaupt Wasser? Da unten, glaube ich. Da ist der grüne Obelisk. Da gibt es auf jeden Fall Wasser, wenn es noch so ist. Ich habe jedenfalls einen... das ist eine Sandsturmwand. 52 Grad, ey. Uiuiui. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr zwischendrin ein bisschen quietschen hört oder so, das bin nicht ich. Das ist tatsächlich mein Baby, was hier vor meiner Brust hängt. Wundert euch nicht. Das ist die kleine Ilvi. Die guckt sich schon mal an, wie man das denn so was macht. Was sie später als Beruf machen wird. Ja, da reden wir dann nochmal drüber irgendwann. Aber natürlich nur nebenbei. Ne? Sie wird auf jeden Fall, irgendwann mal gucken, was Mama so zockt, glaube ich. Ja, und ein Baby Dödi, ein süßer. Oh Gott, das war voll der Voice Crack gerade, oder? Ein richtig süßer Baby Dödi. Der ist toll, der gefällt mir. Ich habe eben schon ein Level auf Fortitude und auf Health gekriegt. Ja, ich soll auf Leben gegeben. ich laufe mal zu meiner Dings und von da aus zu meiner Leiche und dann runter Richtung Wasser. Ich habe jetzt nicht viel gesammelt eben, aber ich weiß gar nicht, ob sich da was lohnt einzupacken. Ich packe mir auf jeden Fall mal meinen Kaktus hier auf die... Und Jabor habe ich gehört. Ich habe gehört... Ja, ich habe auch einen gehört. Ich habe gehört, Jabors gibt es jetzt bis... Was ist das? Custom Skins hier, Dingsbums. Ja, diese komischen, Ich hatte gar keinen Kaktus mehr da drin. Okay. Diese Outlaw Boots und Rancher Hat. Wir müssen runter zum Wasser. Wir müssen, Deshalb gelegt. Ich weiß gar nicht, ob Kaktus was bringt. Kaktus hat sonst früher immer nicht so viel gebracht. Doch, bringt was. Doch, doch. Soll hier funktionieren. Ah, ja, so ein bisschen.
Warte, dann sammle ich einfach Kaktus gerade hier ohne Ende. Was da? Was siehst du denn gerade? Kaktus. Nein, ich, ja. Ich sehe den grünen Obelisken und ich gucke zwischen zwei so Felsansammlungen, nenne ich es jetzt mal, zwischendurch und dazwischen ist der grüne Obelisk. Ja. Ich sehe auch einen grünen Obelisken. Ich bin schon wieder halb tot. Aber wenn das ist wie im alten Ark, werden alle einen grünen Obelisken bauen und da wird wahrscheinlich nichts mehr frei sein. Wir sind übrigens auf unserem Community-Server hier. Kann ich gegen Kaktus? Ich bringe mich um, wenn ich gegen Kaktus haue, ne? Auch nur Stroh, da ist ein Baum. Du kannst die kleinen Kaktuspflanzen auf dem Boden sammeln. Da. Yes. Ja. Das habe ich übrigens schon. Mir ging es um eher Holz und Stroh. Aber da kommt eh nur Stroh raus und kein Holz. Deswegen haue ich jetzt nochmal hier vor dem Baum. Wenn ich vor dem Baum haue, dann bin ich eh gleich tot. Jetzt erstmal eine Spitze. Kann ich auch so viel Zeug essen, wie ich will? Das heilt nicht. Also für mich ist es gerade wirklich irgendwie gefühlt so, als würde ich arg komplett neu lernen. Weil ich irgendwie. Also ich habe halt seit Wochen nicht gezockt. Das ist irgendwie ganz. Ich auch nicht, davon abgesehen. Gar nicht gezockt oder nur kein Arg? Kein Arg. Ja, aber andere Sachen. Ich wusste zum Glück noch, wie ich meinen PC anmache. Ich darf nirgendwo mehr gegenhauen, ey. Ach, das ist ein Skin. Ja, ich habe auch irgendwie so komische Skins. Ich habe mir das alles noch nicht angeguckt. Ich lese auch in meinem Discord irgendwie von Events mit Skins und keine Ahnung was. Ich habe mir tatsächlich auch das neue DLC gekauft, weil ich dachte, ach komm, gehört irgendwie dazu, musste haben. Aber ich habe absolut keine Ahnung, was ist, wie was funktioniert. Ja. Ich dachte, das wäre was zum Anziehen, habe aber nicht drauf geachtet oder nicht kapiert, dass das ein Skin war. Jetzt bin ich schon wieder gestorben. Wo bin ich jetzt gelandet? In den Ölkäfer kriege ich auch mit der Axt keine. Nee, kriege ich nicht. Schade. Dann muss ich langsam zum Baum hin. Scotch ist es immer noch so unverzeihlich wie E&D. Ja, also. Du hast keine Rüstung, du hast kein gar nichts und du. Ja. Also, dadurch, dass man von den Kakteen mittlerweile Wasser bekommt, geht es. Aber man kriegt halt trotzdem diesen Hitzeschaden. Ich habe jetzt zum Glück gerade nur noch kleine Flamme. Aber ich muss halt auch erstmal jetzt ein bisschen Fleisch oder so haben zum Hochheilen. Oh ne, jetzt kommt so ein Sandsturm, das ist doch. sehr gemein. Ich habe jetzt aber immerhin Speer. Mir ist das Wort eben nicht eingefallen. Speer habe ich jetzt. Ich schmeiß mal ein bisschen Sand und Stein. Auf Fasern, damit ich mir was bauen kann hier zum. Na. Oh, und komm ich hier nicht weiter. Hab ich nämlich bekommen, das ist schon wieder komplett los. Oh, da ist Wasser. Oh, hier ist mehr Wasser. Also mehr mit EH. Wasser als früher. Und hier sind auf jeden Fall schon Strukturen. Hier haben sich Leute Treppen und so hoch und runter gebaut. Wir müssen mal gucken, wo wir ein Plätzchen finden. Wo bist du denn? Ich bin so an die Steuerung von New World gewöhnt. Ja. Ich bin auf Ark gar nicht mehr klarkomme, ey. Ja. Wo bist du denn gerade unterwegs? Ich habe keine Ahnung. Ich bin hier irgendwo. Ich sehe gar nichts. Also ich sehe inmitten von mehreren Basen. Ich sehe einen roten. Ich hoffe, haben die hier eine Brücke drüber gebaut? Das wäre cool. Ich bin etwas weiter. Ich bin genau zwischen roten und grünen Obelisken. Ungefähr die Hälfte. Oh, ich brauche mehr Kaktus. Ah, nee, hier, Quatsch, hier kann ich halt trinken. Ich habe hier so eine mega Felswand zwischen mir und dem Grün. Oh, jetzt komme ich hier nicht mehr aus dem Wasser raus. Scheiße. Nein, und oh, ich habe keine Ausdauer. Ich werde ertrinken. Scheiße. Weil ich keine Ausdauer habe und die nicht regeneriert beim Sandsturm. Ich kann ja auch einfach stehen bleiben und warten, bis der Sandsturm vorbei ist. Bist du ja. Das ist jetzt natürlich sehr spannend für die Aufnahme. Das ist. Hier ist eine Treppe, die jemand gebaut hat. Schaffe ich das ohne zu ertrinken darüber? Ich probiere es jetzt einfach aus. Ein Känguru. Ein Hüsch. Schaff das. Ist das Aloe Vera? Oh Gott. Sieht aus wie Aloe Vera, oder? Aber Aloe Vera gibt es, glaube ich, gar nicht, ne? Ja, die Pflanzen sehen aber so aus wie Aloe Vera.
Also zumindest wie eine riesige Aloe Vera Pflanze Das mit ist diesen klar. Deep Dragon fucking müsste übrigens Blättern. Kisala sein. Also Kisala, falls du das hier hörst und siehst, vielen lieben Dank für diese Treppe, die mir gerade das Leben gerettet hat. Beziehungsweise, was heißt das Leben gerettet? Sie hat gerade dafür gesorgt, dass ich nicht warten muss, bis der Sandsturm vorbei ist, bis ich hier rauskomme. Ach ja, übrigens nochmal so ein bisschen zu dem, was wir hier machen, was euch erwartet, was uns erwartet. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere gerade ein bisschen aus, was ich mit der Kleinen machen kann und was nicht. Also ob das funktioniert, hier aufzunehmen und dann vielleicht sogar Videos daraus zu machen. Kann ich hier reinspringen und dann darüber? Ja, ne? Und wir werden jetzt die erste Folge wahrscheinlich ein bisschen länger aufnehmen und dann vielleicht noch ein paar Folgen hinterher, wenn das klappt. Und es kann aber auch sein, dass ich es nur einmal in der Woche schaffe, vielleicht eine halbe Stunde oder so aufzunehmen oder wenn überhaupt. Und dass es dann halt sehr unregelmäßig irgendwie mal ein Video kommt. Das ist halt dem geschuldet, dass ich schwierig planen kann mit dem kleinen Krümelchen. Aber ich gehe davon aus, ihr seid verständnisvoll genug, dass ihr das Ich habe einen akzeptiert. Oh, der Sandsturm ist vorbei, geil. Und entweder einen Totenschädel in der Wüste gefunden. Ah, den hatte Fritz letztens auch schon, also zumindest einen hatte er im Discord gepostet. Jetzt haben wir endlich hier Holz und Zeug. Jetzt kann ich mal ein bisschen. Oh, Desert Gilly. Das gibt es als Skins, glaube ich. Irgendwie. Ja, genau. Das hatte ich gebaut, weil ich dachte, das wäre eine neue Rüstung oder sowas. Ja. Wieso habe ich mir eigentlich vorher noch keine Rüstung oder so gebaut? Hätte ich auf der anderen Seite schon machen können. Ich wollte einfach. Ich muss mich erstmal sowieso wieder reinfinden. Das ist alles gerade ein bisschen, bisschen verrückt für mich. Ja. Auf jeden Fall, entweder ihr habt Bock, euch das anzugucken, auch wenn es eventuell unregelmäßig kommt oder halt irgendwie dann mal zwei, drei Folgen und dann mal wieder vielleicht eine Woche nichts und dann geht's weiter. Also ich versuche natürlich, wenn ich das hier mache, dann schon auch euch irgendwie was. Oh, jetzt glaube ich mal einfach Der irgendwas, damit ich level, glaube ich. Ja, ich werde versuchen, irgendwie was draus machen, dass ihr was davon habt, dass ich was davon habe. Also zumindest ich was davon habe. Ich habe davon was, indem ich es mache, weil es Spaß macht. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ich kann halt aber nichts versprechen, ne? Ich kann da noch nicht ran, weil ich noch nicht Level 10 bin. Ich habe hier einen glühgrünen Loot direkt vor mir. Oh, was habe ich jetzt das eigentlich? Ich habe Level 6. Ich habe Level 6 und bin komplett überladen. Ich auch. Ich laufe jetzt erstmal. Okay, Level 8, aber. Ich laufe jetzt erstmal, weil ich habe hier gar keine Tiere tatsächlich und so viel Basen. Also hier ist eine Anke doch. Ich suche kleine Tiere zum Töten. Ach, die sind. Das ist ein Jabur. Jabur-Baby. Okay, die Käfer kriegt man auch nicht so schnell klein, wie ich dachte. Also die sind schneller weg als. Guck mal. Oh Gott. Jabur-Baby? Oh Gott. Ja, Jabur-Baby. Ich hab Jabur gehört und das Baby erst spät. Oh, guck mal, da meldet sich mein Baby. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Es hat er gemacht. Eine Waffe. Warte mal, das Jabuar könnte ich eigentlich. Nee, ich will es nicht. Ah, nee, die sind nicht mehr Level 1. Die brauchen ein bisschen mehr zum Ausnocken jetzt wahrscheinlich, ne? Level 35? Nö. Probieren's mal. Level 15, tatsächlich. Nicht mehr Level 1. Essential. Ja. Interesting. Na? Holz. Kriege ich aus dem Holz? Oh, ha, ich hab's liegen. Zumindest. Nee, ich brauche Amigos. Da habe ich eigentlich die guten Bären gefüttert und die anderen behalten. Das war nicht so schlau. Aber egal. Nehmen wir mit, weil Jabor ist einfach. Muss ja. Also nicht nur wegen der Wetteransage quasi, sondern einfach, weil es Jabors sind, die sind süß. Können Bären für mich tragen. Die müssen wir haben, ne? Ja. Jo. Auf jeden Fall gleich noch was bauen zum Leveln. Aber wie gesagt, ich laufe jetzt erstmal Richtung grünen Obelisken irgendwie. Dann treffen wir uns da irgendwo, wenn wir uns irgendwie finden können, quasi.
Wo ist es hin? 90. Ah ne, es ist Taming effizient. Genau, Taming 67%. Wir brauchen den. Aber ich habe immer noch nichts gefunden, was ich töten kann. Nein, Jabor töten ist keine Option. So ein Lystro wäre gut. War das gerade eine Reaktion auf meinen Spruch oder ist bei dir irgendwas passiert? Nein, das mit dem Lystro habe ich durchaus wahrgenommen. Okay. Also. Hast du ignoriert. Oh, mit einem Mini-Metallspot. Raptor, Terrorbird? Nee, da will ich gar nicht hin. Ich werde angegriffen von dem anderen Jabor, weil ich ein Jabor haue. Oh, da Babys in der Nähe. Oh, hier ist eine Motte ja, in auch. Knalligen Farben. Aber ich glaube, das sind diese Osterfarben momentan. Dödi kriege ich auch nicht klein. Oh, der hat ein Baby-Dödi dabei. Und oh Gott, das ist ja cool. Der ist, also das ist knallgrün mit pinken Stacheln und blauen Flecken. Und das Baby ist grün-blau. Aber das kann ich nie machen. Außerdem tötet er mich wahrscheinlich. Dahin sind wir Raptoren. Ich bin noch nicht fit genug für Raptoren, würde ich mal sagen. Muss mal gucken, ob wir hier irgendwas müssen wir töten und dann müssen wir uns mal endlich finden. Oh, ich habe was gefunden zum Töten. Ich sag dir nicht, was es ist. Ich sterb. Ja, es ist ein Lystro, ist mir schon klar. Ich sterb schon wieder. Hier wäre ein bisschen Fleisch, das will ich jetzt erstmal direkt ab. Aber wieso stirbst du die ganze Zeit? Also wahrscheinlich, wenn ich in einer heißeren Ecke bin als du. Ja, das kann natürlich sein. Wildfire. Jetzt haben wir auch ein bisschen Leder. FUCK, lalalala. Zumindest eine Rüstung zusammen. Alter Schwede. Verpiss dich mit den Raptoren. Wie viel Grad sind es denn bei dir da? So. 70. 29. Ich stehe gerade am Feuer. Mir ist gerade nur. Ich habe nur kleine Flamme. Ich habe aber immer noch kein Level gemacht. Warte, ich baue mir ein paar Speere. Jetzt habe ich ein Level gemacht. Einmal gegen Baum gehauen. So, dann fehlt mir Holz. Ich weiß immer gar nicht, was. Ah, Raptor, nein. Das hat ja gut geklappt. Ich versuche gleich trotzdem irgendwie mein Zeug wieder zu kriegen und so. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Überhaupt, wo ist der grüne Obelisk? Wir finden uns in der nächsten Folge schon irgendwie, glaube ich, hoffe ich. Schauen wir mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und es ist weird, aber auch irgendwie schön, wieder da zu sein. Ja, von meiner Visa-Karte. Ciao. Tschüss.